Kekeln und Mäkeln gehört auch beim Sportabzeichen dazu, denn auch im vierten Jahr nach Einführung des neuen Regelwerks fürs deutsche Sportabzeichen gibt es noch Diskussions- und Anpassungsbedarf. Das zeigte sich am Samstag auch bei der offiziellen Eröffnung der Sportabzeichensaison in Hohenkirchen. Warum zum Beispiel beim Weitsprung in Zonen gemessen wird, erschließt sich Hohenkirchens Sportabzeichenwart Matthias Dietrich nicht so recht. Der MTV Hohenkirchen hatte sich um die Eröffnung der Sportabzeichensaison beworben, weil er in diesem Jahr 150-jähriges Bestehen feiert. Dass der Hohenkirchener Verein trotz seines reifen Alters jung geblieben ist, bewies der Sportnachwuchs. Kinder aus der Gruppe Sport Fun absolvierten gleich die ersten Disziplinen fürs Sportabzeichen. Sprint, Weitsprung, Schlagballwurf, die klassischen Disziplinen.